Ich grüße euch und heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu Warhammer Mark of Chaos. Ja, wir sind wieder mit Keskwit unterwegs. Und zwar sind wir im letzten Kapitel und haben als Ziel, Talaprime zu zerstören. Bevor Torga allerdings losmarschiert und alles niederwalzt, müssen wir mit Keskwit ein paar kleine Nebenmissionen machen. Torga sieht hier übrigens jetzt schon hier ganz anders aus. Er ist halt ein Dämonenprinz und wisst ihr noch, wie er am Anfang aussah? Falls nicht, schaut mal in die älteren Folgen, wie er am Anfang aussah, wie er jetzt aussieht. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr krasse Änderung, ja, was die Chaosgedeihen ermöglichen. Ansonsten ja, waren die letzten Livestreams wieder sehr geil. Hatte ich wieder sehr viel Spaß. Das Stream macht allgemein auch sehr viel Spaß. Und so würde ich das nicht jeden Abend machen. Fragt euch sicherlich, ob ich vielleicht auch mal den einen oder anderen Streamer zu gucken oder Streamerin. Ja, ich finde diese Roffelgirl, finde ich sehr geil. Falls ihr die nicht kennt, könnt ihr mal auf Twitch besuchen. Und zwar gibt es ja für Konsolen diese Just Dance-Spiele, wo ihr tanzen könnt zu Musiktiteln und das streamt sie ja. Also sie streamt diese Konsolen Just Dance Spiele, diese Tanzspiele, die streamt sie und tanzt halt dazu live im Stream. Also sehr geil und sie sieht auch noch gut aus. Gut, das jetzt nur mal so nebenbei zur Info, was ich auf Twitch so ab und zu mal gucke. Jetzt machen wir hier weiter mit dem Hammer der Gerechtigkeit. Ehe man Talaprime betreten kann, gilt es, ein schwieriges Hindernis zu überwinden. Diese mächtige Kanone wurde von den besten Technikussen und Zwergenmaschinisten gebaut und überblickt die nördlichen Zugangswege. In Talaprime, ach nee, das war gar kein Talaprime. In Wittenheim, da gibt es übrigens auch eine riesige Kanone. Ein Riese lädt sie nach. Der Riese wurde aber vergiftet während des Sturms des Chaos. Damit wurde die Kanone, glaube ich, nur bedingt oder gar nicht einsetzbar. Weiß ich nicht mehr. Wir nehmen wieder die Wortblitzkanone mit, wir nehmen die Rattenoger mit, wir nehmen die Jezails mit, die machen mega viel Schaden. Wir nehmen die Sturmratten mit und für den Grauen Propheten nehmen wir einmal Griffinkrieger mit. Let's go. Obwohl Kriegsmaschinen große Zerstörungskraft besitzen, sind die meisten von ihnen unzuverlässig. Das Nachladen dauert einige Zeit, was flüssige Generäle ausnutzen können. Ah ja, genau, hier so ein Ding. Ist das, glaube ich, das, was bei Mittenheim steht? Oder sieht das anders aus? Es gibt eine Total War Warhammer Mittenheim Map. Da sieht die große Kanone so aus wie diese hier. Ich weiß jetzt nicht, ob die offizielle Mittenheim auch so aussieht. Keine Ahnung. Clan Scryer, folgt eurem Ruf. Viel Warpstein, viel Macht. Da kommt es auch in die Clanratten. Wertlose Diener. Ihr seid gesegnet mit meiner Magie. Törichte Diener brauchen meine Fähigkeiten. Gut, let's go. Es gibt einen gerisseneren Plan. Große Kanone uns töten. Müssen dahin kommen. Sie zerstören. Da haben wir die Gerechtigkeit. Ist ja zu krass. So ein Riesending. Ja, am besten nicht frontal, wa? Dann können wir die Mission nämlich gleich neu starten. Meine Größe ist offenkundig. Untergebene brauchen mich. Bessere Position für Kampf gebraucht. Kämpfen wir mal hier links. Gehörnte Ratte, sei gepriesen! Ja, die Rattenmugger sind inzwischen auch drei Verdammt! Stück. Die Ratten sind da! Der stärkste von allen sein!
Aber es sollte kein Problem sein, hier die paar Zwerge auszuschalten. Bereit zum Angriff! Feuer! Ich zeige dummen Dienern, wo es lang geht! Dieser Ort nicht sicher, sicher! Kanone feuert! Weg, weg, in Deckung! Oh shit. Rennt, meine Hübschen, rennt! Die gehörnte Ratte wird reinige überall... nachladen! Nehmen neue Ziele ins Visier. Das tat weh. Ein Schuss, Schuss. Ein Toter, Toter. Kommen die da jetzt hoch oder kommen die da nicht hoch? Hier ist viel Warpstein zu holen. Denken wir mal ganz rechts, hört man auch nicht lang. Können. Man muss also durch diese Ruinen. Überaus guter Plan nötig. Was für ein Scheiß. Bereit zum Angriff! Feuer! Hier können wir uns regenerieren. Kanone feuert! Weg, weg, in Deckung! Feinde können Clans Crier stoppen. Tod, eure Befehle machen keinen Plan. Und das gerade, wo ich auf einem Haufen war. Reinige nachladen! Boah. Ich gedacht, man kann da wenigstens links. Was für ein Scheiß. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Was wünscht ihr, überaus großzügiger Dienstherr? Clan Scryer, folgt eurem Ruf. Bereit zum Angriff! Feuer! Gehörnte Ratte, sei gepriesen! Seht die Pracht! Kanone feuert! Weg, weg, in Deckung! Teilen. Bringt uns das näher! Also lange halte ich das nicht mehr durch. Reinige nachladen! Sklaven feiert! Große Kugel tötet gut! Feuern auf Befehl! Da sind noch mehr Zwerge. Hier ist viel Dorfstein zu holen, hole. Rivalen wurden gesehen. Freude werden eure Tode bereiten, törichte Feinde. Diener, Klage von ist perfekt. Warpblitz wird aufgeladen. Bereit zum Angriff! Feuer! Position ist nicht beste. Clan Scryer. Kanone feuert! Weg, weg, in Deckung! Zu spät. Erlebt wahre Macht meiner Magie. Auf ihn! Einige nachladen! Der Tod, dem Plan von da drüben aus besser gedient. Zusammen werden wir unaufhaltsam sein. Mein totaler Triumph steht schon fest. Rivalen wurden gesehen. Sehen. Die Warlock-Techniker bieten ihre Macht an. Diener haben gewonnen. Große Erfindung der Warlock-Techniker ist bereit. Die gehörnte Ratte wird über alles herrschen. Bringt mir mehr Warpstein. So, können wir uns regenerieren? Feuer! Allerdings, wenn auch die Kanone hier hinschießen kann, dann bringt das allerdings wenig, Kanone, ja. Kanone feuert! Weg, weg, in Deckung! Gut, das war jetzt nicht so ein guter Treffer der Kanone zum Clan Glück. Scryer bietet seine Dienste an. Heilige Nachladen! Viel Macht! Ich diene der gehörnten Ratte. Tod, tot! Unsere Kugeln sind tödlich! Brauchen neue Position! So, und jetzt? Hier komme ich auch nicht lang. Bleibt denn nur dieser Weg hier hoch oder wie oder was? Nee. Hm. Warp-Spulen festziehen!
Bereit zum Angriff! Feuer! Meine Wege sind unergründlich. Kanone feuert! Weg, sehr weg. Gut. In Deckung! Dann können wir uns da erstmal regenerieren. Reinige nachladen! Der regeneriert sich jetzt, okay. Und jetzt die Giffenkrieger, aha. Wie es so aussieht, regeneriert sich immer nur ein Regiment. Bereit zum Angriff! Feuer! Ja, schießt ihn nur. Kanone feuert! Weg, weg! In Deckung! So, wer regeneriert sich jetzt? Warum nicht die leeren? Warum die noch so viel haben, das verstehe ich nicht. Das ist jetzt äußerst unpraktisch. Na, jetzt macht er die, wo nichts mehr drin ist, lol. Clan Scryer bietet seine Dienste an. Nehmen neue Ziele ins Visier. Bringt mir mehr Warpstein. Ein schlauer Plan. Bereit zum Angriff! Ach du Scheiße. Kanone feuert! Entdeckung! Zusammen werden wir unaufhaltsam sein. Große Erfindung der Warlock-Techniker ist bereit. Reinige nachladen! Mein totaler Triumph steht hier schon müssen wir hoch. Fest. Das Tiefenreich wird mir gehorchen. Wir werden den großen Plan ausführen. Clan Scryer bringt den Tod tot. Bringt uns das näher rein. Heute erringe ich einen glorreichen Sieg. Clan Scryer bringt den Tod tot. Zurück! Unsere Klingen können dem Feind nicht. Die Warlock-Techniker bieten ihre Macht. Zum Angriff! Seht euch Feuer! Rivalen wurden gesehen. Sichere Kugeln sind tödlich. Kanone feuert! Weg, weg! In Deckung! Schleppen ist doof. Gleich ist die Kanone kaputt. Und wir haben es geschafft. Einige nachladen! Wir machen Sklaven aus unseren Feinden. Wir machen Sklaven aus unseren Feinden. Position ist nicht beste. Fühlt die Macht der Gehörnerin. Neue Diener für Groß. Wir werden den großen Plan ausführen. Zahn, Zahn und Klaue, Klaue. Mein Clan wird der stärkste von allen sein. Ja, komm, dann fall um. Sind die Tierchen nicht niedlich? An ihren Knochen! Bringt mir mehr Warpstein! Schlachtplan ist perfekt! Gewonnen. Die Bestien ist nicht erfüllt! Meine Tierchen! Auf wen sollen wir schießen, Erhabener? Weit zielen! Gut, dass das Ding meine Warblitzkanone nicht ausgeschaltet hat. Schlachtplan ist perfekt! Ich habe nichts zu tun! Ich werde neuen Bau erobern! Die Bestien aus der Klasse! Kanone ist auch gleich Schrott. Sollten wir noch irgendein Regiment Zwergen kriegen, aber. Ich glaube, das muss ich nicht ausschalten. Eure streng geheime Mission ist ein Erfolg. Die Herrscher des Zerfalls werden uns mit viel Warpstein entlohnen.
Euer großartiger, genialer Plan ist ein voller Erfolg. Großartiger und genialer Plan, naja. Also ich hätte das Ganze anders gemanagt, ja. Weiß nicht, ich musste da so durch Ruinen. Ich dachte eigentlich, ich kann ganz außen rum durch die Hügel und so. Ja, das war ja mal völlig fehl. Aber gut. Na, 7500 Gold. Die werden wir auch brauchen. Muss mal alles wieder auffüllen. Dann das. Ja, mehr haben wir jetzt leider auch nicht mehr zur Verfügung. Aber wir haben bestimmt noch einige Skillpunkte. Ja. Führung. Die Angriffe des Helden reduzieren die Moral des Ziels um 10% pro Stufe schneller. Aber warum nicht? Und du, mein kleiner Prophet der Verwesung, bekommst das. Bei den Wurmsteinregen hätte ich schon gerne verbessert. Fordert 5 Punkte in Zauberfokus. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwas bei Duell braucht. Ich gebe ihm lieber noch was für Duell. Man weiß das hier in dem Spiel ja nie so genau. Was haben wir denn hier? Rüstung der Vergeltung. Ah, die kennen wir doch. Die hätte doch der gute Stefan auch mal. Wer hat denn keine Rüstung bei mir? Jeder hat eine Rüstung. Wurmstein Lebensstrudel. Mantel der 13. Nur magische Waffen und Zauber fügen dem Helden 100% Schaden zu. Andere Schadenstypen werden um 50% reduziert. Und plus 10 TP. Das geben wir den grauen Propheten. Was ist das? Der Wurmstab plus 5% Sichtweite. Nahkampfangreifer erleiden Flächenschaden, kann nur von Gegebenheiten ausgerüstet werden. Aber er hat ja schon den Stab der Resistenz. Schuss- und Stichschadenresistenz. Minus 10% Reaktivierung. Weiß nicht, ob ich ihm den geben soll. Nahkampfangriff allein Flächenschaden kann nur von Skavenheiten ausgerüstet werden. Plus 5% Sichtweite. Nee, ich glaube, das ist mir zu wenig. Also manchmal findet man auch keine bessere Items, sondern einfach nur Alternative, ja. Ist halt einfach so in dem Spiel. Oh Mann. Ja, die Kreuzung nehmen wir noch kurz mit. Wir können da jetzt ja endlich rüber. Im Westen liegt der Sammelplatz der Horde Torgas, wo die Chaos-Truppen sich für den Angriff auf Talapheim formieren. Im Süden befinden sich die Ebenen von Moor. Auf diesem riesigen Friedhof liegen viele begraben.
die in der Schlacht der Tore von Kislev kämpften und zurück ins Imperium gebracht wurden, damit die Priester Moors des Totengottes sich um sie kümmern konnten. Die Priester sind vor den anrückenden Armeen der Nordmänner geflohen. Vielleicht gibt es in den verlassenen Gräbern etwas Wertvolles zu finden. Gut, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder hier auf YouTube oder im Livestream.